Wir sind die bolschewistische Tuchkapelle Schwarz-Rot aus Berlin. Yeah! Und die Veranstaltung nennt sich Tanz in den Mai. Tanz in den Mai heißt die Veranstaltungsserie, die allerdings nur an einem Tag stattfindet, nämlich heute auf morgen. Hier vorne ist die Tanzfläche. Wir machen nachher Stage-Diving. Unser Tourist fängt hinten an, der schönste Tourist der Welt, mit Instrument. Das heißt, hier müsst ihr irgendwann mal nach vorne kommen. Und wenn wir da sind, fangen wir an mit einem ersten Tanzlied aus der Ukraine. Spontan und ein wichtiges und tolles Lied, ehrlich gesagt, aus der Abteilung. Comics gegen Adolf Hitler. Schon mal gehört? Comics gegen Adolf Hitler. Und das ist ein Film von Walt Disney aus den 40er Jahren, in dem sehr politisch Stellung genommen wird gegen die Nazis. Und beim Tanz in den Mai finden wir, dass das eine tolle und passende Musik ist mit dem richtigen Inhalt und einem tollen Flow in der Musik. Also tanzbar und politisch. Unser Schlagzeug-Flo ist gerade weg. Der kann nämlich Erste Hilfe. Und da ist er schon wieder. Und Sascha, alles wieder gut hinten.
Wird alles wieder gut, hört ihr? Wir können wieder Spaß haben. Wir wechseln jetzt mal kurz nach Österreich. Da hat vor kurzem ein Nazi gewonnen bei so einer Parlamentswahl oder Präsidentenwahl und demnächst werden die sich wahrscheinlich wieder freiwillig anschließen. Wir haben ihm schon mal vorweggegriffen und haben hier Abzeichen der österreichischen Freundschaft angeschlagen. Also Österreich wird bald wieder zu uns gehören, so ist ungefähr die Richtung. Wer Mitglied werden will in diesem tollen Verein, kann sich bei uns melden. Kostet pro Jahr im Grunde auch nur 2.000 Euro Mitgliedschaft und davon gehen wir dann im Regelfall irgendwie schön Urlaub machen und so weiter. Jedenfalls Georg Kreisler, der hat sich gegen solche Sachen total gewehrt, ehrlich gesagt. Ein großer Künstler, ein Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft, ein ganz, ganz kluger Geist und wir verehren ihn sehr und spielen jetzt ein paar Lieder von ihm und die erste Nummer heißt Meine Freiheit, Deine Freiheit und das ist ein Duett, nämlich das erste Duett des Abends. Corinna und Konrad. Don't worry.
Es geht darum, dass Arbeit uns knechtet und an den eigentlich wichtigen Dingen des Lebens hindert. Und wir sind dafür, dass alle sich die Zeit nehmen, auch mal nicht zu arbeiten. Zum Beispiel am Montag, am 2. Mai, das ist der internationale Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen. Da findet wie jedes Jahr eine große Demo statt auf der Schönhauser Allee, einmal rauf, einmal runter. Und dann endet diese Prozession an der Kneipe Weiz. Da gibt es dann Freibier und Stullen umsonst und es wird durchgefeiert bis zum 3. Mai. Und dann wird ausgeschlafen am 3. Mai. Und dieses Lied zu diesem Thema singen wir euch jetzt vor. Romy und Icke. Geht's. Thank you.
Christoph in der Gitarre. Und Robin im Krankenhaus. So, da ist nichts zu lachen dran. Wir spielen jetzt, um die Stimmung auch mal wieder ein bisschen herzustellen, ein ernstes Lied. Und zwar, es gibt schlimmere Schlachten als die hier auf der Bühne. Zum Beispiel eine ganz konkrete Schlacht im Spanischen Bürgerkrieg damals. Die Schlacht am Rio Jarama. Das ist eine Schlacht gewesen, wo eine Brigade, eine interkulturell, interrassistisch, sagt man das? Nein. Brigade aus den USA, das waren Indianer, Schwarze und Arbeitslose. Die sind zusammen nach Spanien gefahren mit einem Kreuzfahrtschiff und haben dort an der Seite der internationalen Brigaden gekämpft und haben alle ihr Leben verloren. Von dieser ist nicht lustig. Das finde ich auch nicht. Und von dieser Schlacht handelt dieses Lied. Jetzt überlege ich, wer das singt. Ja, so viele Möglichkeiten. Das Robin wird es nicht singen. Der wollte das aber gerne singen. Ein Lied, das Robin gerne gesungen hätte. Das ist alles traurig. Im Graben singt alle mit, lasst schweigen die anderen Lieder. Wir singen das Lied der Jarama-Schlacht, wo gefallen so viele Brüder. Mit Tanz und mit Fliegern, so griffen sie an, wir hatten nur Mut und Gewehren. Doch so viele fielen an unseren Schelten die Legionäre. Die Granaten, sie rissen in unsere Reihen, so manche blutende Lücke. Doch wir deckten die Straße und schützten Madrid und hielten die Agandabrücke. Und wer wieder Mohn im Jarama-Tal und blüht auch vor unserem Graben. Wie ein blutiger Teppich bedeckt er das Land, wo so viele der Besten begraben. Aber einmal dann, wenn die Stunde kommt, wo Arbeiter sitzen beisammen, da klingen das Lied der Jarama-Schlacht, zum Kampfe die Herzen entflammen. Und einmal dann, I'm not afraid to die.
Flasche Schnaps jetzt nach Vögelstraße, gehen wir alle hin auf sein Zimmer und singen dann und tanzen dann mit ihm. Und vielleicht hat er auch einen hübschen Arzt getroffen oder eine hübsche Schwester, das ist alles möglich heutzutage. Also, ja, nochmal die Österreicher, der Konrad kann man nochmal vorne kommen. Nochmal der Kreisler mit einem tollen Lied, ich stehe mal rüber, Tod in Wien. Tod in Wien, Tod in Wien, Tod in Wien heißt das nächste Lied. Also nur einmal Tod in Wien. Und ist aber im Grunde Tod in Wien. Ist so eine dunkle Stadt, so katholisch, ja, da kommt es halt her, der Tod in Wien. Und ziemlich toller Text, der einem irgendwie nahe geht. Wir haben schon mal gespielt, dann haben anschließend Eltern mit Kindern gesagt, das dürfen wir dann nicht aufführen, wenn Eltern mit Kindern im Raum sind. Ja, so finster der Text. Aber im Grunde ist es ein Text für die Menschen. Ein bitterböser Text für die Menschen. Und der Conny aus Wien singt den jetzt mal für euch. Schafft sprengende Fässer.
Thomas Michel sagen, der Robin konnte eigentlich gar nicht Gitarre spielen, das war alles so geplant. Er hat sich bei uns beworben und will versuchen mitspielen. Und das war jetzt so ein Test. Wir haben gesagt, zwei Lieder oder eins. Du entscheidest, wann du nicht mehr kannst. Ja, er hat beim ersten Lied dann schon aufgegeben. Hart. Hart. Muss weitergehen. Dieses Lied wird jetzt gespielt, ja? Hab ich nicht gerechnet. Wir spielen jetzt ein Lied von Georg Kreisler. Das ist bekannt. Das ist ein Lied, ein Smash-Hit. Ja. Es heißt Tauben vergiften im Park. Und es wird vorgetragen von Roland und Ronny, die dafür eine eigene Sprache entwickelt haben, die auf dem Fürstenwaldischen, die auf dem Bad Freienwaldischen basiert. Und die heißt wie? Bad Freienwalde? Kanaldeutsch. Würdest du mal an und versuchst zu verstehen. Bei uns sind schon im Angst, wir müssen mit jetzt 30 Jahre im November, da werden wir in der Volksbühne auftreten. Bitte kommt alle. 500 Plätze gibt es nur, wird ausverkauft, wird eine fantastische Show. Aber uns sind echt in 30 Jahren zwei Leute gestorben oder drei sogar. Ist kein Scheiß, ist halt so im Leben. Manche sterben, andere nicht. Und alle aber dann irgendwann, ist auch klar. Na, wie auch immer. Also, aber so weit, dass auf der Bühne sich die Mitglied der Kapelle die Knochen bricht. Also uns steht der Schweiß auf der Stirn, kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir sind sehr international, die Technik funktioniert wieder und so international wie wir jetzt werden und sind, ist niemand in der Bundesrepublik Deutschland heute Abend, kann ich versprechen. Wir werden heute ein Medley von den schönsten und wichtigsten nordkoreanischen Rockopern hier darbieten in 3 Minuten. Das Genre der nordkoreanischen Rockoper wird im Grunde allgemein, kann man sagen, unterschätzt.
Die können total tolle Kulissen dazu malen. Die machen mit riesigen Rock-Oper-Ensemble-Touren, die durchs Land. Und ja, also im Grunde ist es total schwer, eine Auswahl zu treffen. Also haben wir drei, vier Lieder zusammengeschmissen, wenn man so will. Das Ganze dann auch mit dem Heiligen Berg in das der Koreaner in Verbindung gebracht. Also nicht der Fujiyama, sondern der Kumgangsan. Und um das jetzt noch zu toppen, was ja gar nicht mehr zu toppen ist, wird ein Instrument heute hier, ein neues Instrument, man sieht es, es glänzt, ein neues Theremin heute hier aufgeführt. Und ich muss dazu sagen, dass unser Freund Heiner einer von zwei Theremin-Spielern in Berlin ist. Also das Genre der, Rock, der nordkoreanischen Rockoper, niemand in Deutschland und Europa hört heute Abend so einen Titel. Sie können sich echt bei Facebook oder ins Poesieforum schreiben. Und dazu ein neues Theremin, nur einer von zwei Spielern in Deutschland in Berlin. Und Heiner wird jetzt also Theremin spielen. Unglaublich toll! See?
einige andere Nummern und gleich kommt unser total wundervoller Stargast des Abends. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, der wird dann gleich noch richtig angesagt. Vorweg ein bisschen so eine Zwischennummer, was zum Anschmiegen. Eine große Berliner Künstlerin, Hildegard Knef, steht hier Pate und Romy singt für euch die Nummer. Eine Hymne an Berlin im Grunde. Wenn man jetzt jemanden kennenlernen will in der Situation, würde sich das anbieten, kann man mal nach dem Feuer fragen oder genau. Jetzt langsam mal Paartanzzeit hier. Mit Christoph und der bolschewistischen Kuhkapelle Schwarz-Rot. Thank you.
Das ist eine Möglichkeit, zu einer großen Wohnung zu kommen, das Schloss Stürm. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Geht zur Wohnungsbesichtigung, stellt euch hinten an und wartet, bis ihr irgendwann dran seid. Das ist ein uraltes Thema. Ein großer Dichter schrieb dazu den Text, der heimliche Aufmarsch. Das Lied der Wohnungssuchenden. Geht auch noch um andere Sachen. Kapitalismus, Imperialismus, Krieg, Weltrevolution, sozialistische Weltrepublik. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, denn es wird ja gesungen, das Lied von Ola und auf eine tolle Musik von Hans Eisler. Und zwar jetzt. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Ach, weiter, hörst du es nicht? Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Wo immer du gegen die Sonnenunion. Alle beiden erwarten, gegen die Wälder zurück. Zerschlagen die faschistische Räume. Selbst unsere Herzen sind Franz von der Roten, Stichwort Hans Eisler, der Erfinder der Punkmusik, kommt ein nächstes Lied, was unbedingt heute Abend gesungen werden muss. Und unser lieber Freund, Kollege, darf ich vielleicht sogar auch sagen, Jörg Pose vom Deutschen Theater. Jetzt kommt er langsam auf die Bühne. Der einer der tollen Schauspieler ist bei der Produktion Eisler on the Beach, wo wir gerade irgendwie gemeinsam was machen dürfen. Ich schütze ihn auf die Face. Jörg singt jetzt ein tolles Lied. Und es sagt er gleich selber an, würde ich sagen. Und es hat wieder mit Hans Eisler zu tun und so weiter und so fort. Jörg Pose.
Wir haben noch ein neues Instrument am Start. Der Techniker, der wirklich toll ist, hat vorhin mal zum Instrument Balalaika gesagt. Aber es ist eigentlich eine Ukulele. Und einer, der 10 Instrumente spielt, blind und im Schlaf. Ein Multitalent, muss man echt. Mit gebrochener Hand spielt er auch manchmal. Jedenfalls spielt jetzt Ukulele und Jörg singt nochmal. Und zwar, und endlich stirbt die Sehnsucht doch. Und nochmal eine Musik von Hans Eisler, nochmal aus dem Theaterstück im Deutschen Theater. Und endlich stirbt die Sehnsucht doch. Sage mir frisch. Komm. Gut. Ihr singt den Refrain mit. Er macht's vor und ihr macht mit. Der Text ist ganz einfach, die Melodie ist wunderschön. Ich hab das kleine Heimat hart.
mit seinen Ratten, seinen Löchern, mit seiner Pest, mit Haut und Haar. Sie fluchte wüst darauf beim Lächeln und liebten es, so wie es war. Sie knoten sich mit ihren Haaren im Sturm seinem Mastkorb fest. Sie würden nur zum Himmel fahren, wenn man von Schiffen fahren lässt. Oh, Himmelstrahl! Thank you.
in mir gegen Nathalie. Mir gefiel nicht allein ihr Name, Nathalie. Moskau war kalt, aber schön. Ich glaube, ich sah sie. Auf dem roten Platz blieb sie stehen, Nathalie. Sie sprach in einem gelernten Ton von der Oktoberrevolution. Ich verstand nur, komm her, sah nebenbei mir Lenin an und dachte, vielleicht geh ich dann mit ihr ins Café Puschkin. Moskau war nicht mehr so kalt und ich saß ihr vis-à-vis. Sie hatte so schöne blaue Augen, Nathalie. In ihrem Zimmer bei der Universität waren Freunde da von ihr und es wurde ziemlich spät. Denn wir lachten, der Krimsekt war so gut und schon tanzten sie und mit ihr Nathalie.
zuallererst zu nennen Robin. Ich finde, heute sind wir alle Robin. Je suis Robin. Tu es Robin. Wir sind alle Robin. Wir möchten danken euch. Denn ohne euch wäre das hier eine Probe gewesen und kein Konzert. Wir möchten danken der Wabe und insbesondere Uschi Kleinert, die jahrelang die Wabe hier gemacht hat. Immer noch macht, aber nicht mehr lange. Gerade deswegen möchte ich ihr danken. Wir haben so oft mit ihr was Tolles gemacht hier, tolle Konzerte hier gehabt, tolle Zusammenarbeit gehabt mit ihr. Danke Uschi! Nicht zu vergessen, Krankenschwester Katja. Und Krankenschwester Anja. Und Krankenschwester Tanja. Jetzt weiß ich wieder, sie heißt Tanja. Krankenschwester Tanja. Mann. 1x3 Gitarre in deren Sprachen und singen. Toller Mann. Christoph. Jetzt ein Lied für euch zum Mitsingen. Der Text geht so. Könnt ihr das? Okay, die Stelle wird kommen, wo wir euch wirklich brauchen. Ich sag euch Bescheid. Auf geht's.
Es geht ihm gut, er freut sich, dass er heute hier sein durfte. Und danke für den extra Applaus. Ja, Robin. Ich bin ein tolles Lied. Ein liebes Lied. Corinna wird noch mal singen. Ein Lied von der Gruppe Ideal. Eine Coverversion. Eine der ersten Coverversionen der Welt heute Abend. Das Lied ist Rote Liebe. Sing es. Wenn bis jetzt nichts geklappt hat, dann klappt es jetzt. Einfach mal dem anderen in die Tasche fassen oder ein Bierglas fallen lassen. Und dann klappt es. Und die bolschewistische Chorkapelle Schwarz-Rot bedankt sich bei euch und bei dieser Nacht in den Mai. Und vor allem, wir grüßen den Robin nochmal mit diesem Lied. Augen gesehen. Darum lass ich dich heute
zu tief in